Portal 2. Hallo ihr Lieben. Ich versuche mich am Portal 2, wie ihr seht. Den ersten Teil habe ich mit Bravour durchgespielt, schon vor einem Jahr oder vor eineinhalb, vielleicht vor zwei, egal. Teil 2 habe ich noch gar nicht gespielt. Man kann es auch im Koop spielen. Vielleicht werde ich das auch nochmal irgendwann machen. Mal sehen. Wir starten natürlich den Einzelspieler. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, es ist komplett neu für mich. Und ja, ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, ob ich mich mal wieder zu doof anstelle, um einige Räume zu schaffen. Wie es überhaupt funktioniert, mal sehen. Aber die Bilder hier, die verheißen ja schon mal einiges. Ich freue mich wirklich. Also, es geht um kaputte Labore, sagt es gerade so aus. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Okay. Ein Wellness-Training. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Nach oben sehen. Gut. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, das ist ja einfach. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Okay. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Ja, mit WASD laufen wir. Alles in Ordnung. Ah, okay, da ist das Gemälde. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Ah, schön. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Hey! Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Ich war noch gerade die Musik und die Kunst am Bewundern. Sei doch mal nicht so hart zu mir. Schlafen. Ich will aber noch gar nicht schlafen. Was kann man denn noch hier... Also wir sind auf jeden Fall in einem wunderschönen Raum, wo wir aufgewacht sind und keine Ahnung was gemacht haben. Kann ich hier raus? Nein, kann ich nicht. Also hier ist auf jeden Fall eine Mikrowelle. Was haben wir denn im... Ich kann hier aber auch gar nichts öffnen. Kann ich den Fernsehen? Egal. Naja, gut, schlafen wir. Und träumen was Schönes. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9999999. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Okay. Hallo? Hi. Machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Ja. Hallo? Gerne. Wer ist denn da? Ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, sich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Okay. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Okay. Ich verstecke mich einfach hier. Ist das okay? Okay. Was für eine Notevakuierung. Alles klar mit dir da unten? Hörst du geht mich? So. Hallo? Ja, ja, ja. Macht ihr mal. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Ich sag aber nein. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. 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 Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Eine Kernschmelze. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Nicht nur du. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Ja. Die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig.
sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannspirnen vorfindet. Ein kleiner Zusammenstoß, aber ein großer für mich. Wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Ich bin bereit. So bereit, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. Ja, wir sind angedockt. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Aber gleich durch. Fast geschafft! Nochmal! Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt! Ja, ich bin noch da. Okay. Das hätten wir. Einfach mal durch die Wand. Ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also... Streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Gut. Darf ich jetzt also hier durchspringen? Okay, ich hab los geht's. Weckruf der Errungenschaft freigeschaltet. So ist es gut. Viel Glück. Hui. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Des Tests. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Hey, ich bin frei. Hallo. Oh, das bin ich. Ja, ich bin mal wieder eine Frau, wie es scheint. Im ersten Teil waren wir da auch eine Frau. Sind wir überhaupt dieselbe? Ich weiß es gar nicht. Ja. Yay, wir sind draußen. Oder muss ich doch noch aufs Klo? Egal. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Da ist eine Tür. Hallo. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Das ist gut zu wissen. Dankeschön. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Wunderschön. Aufzug. Hey. Okay. Ich will nach draußen. Lass mich frei. Nö. Ja, erstes Level geschafft. Hey, sind finde ich gut. Ich freue mich gerade. Ach ja. Okay, mal sehen, wie es weitergeht. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Okay. So, wir sind... jetzt in 01 von 19. Das Lustige ist, beim ersten Teil war es ja auch schon so, dass teilweise dann immer angezeigt wird, was zu tun ist. Aber ich muss gerade sehen, dass es hier tatsächlich irgendwas Altes. Das sieht alles hier so heruntergekommen aus. Aber irgendwie cool. Ich bin gespannt. Was war das? Die Tür? Die Tür ging zu. Hilfe. Hallo? Ja, aktivieren. Warum will ich das aktivieren? Ich muss es aktivieren. Okay.
Das heißt, es wurde das Portal geöffnet. Okay, mit dem laufe ich jetzt raus. Ich muss dann sehr wahrscheinlich dieses hier aktivieren. So, und dann geht's da rein. Ja, so schwer wollt ihr es mir also machen. Okay. Prinzip verstanden, würde ich mal sagen. Und immer wieder zurück. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor ja, Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Ob ich mir das alles merken kann? Ich muss mir alles aufschreiben. Naja, nur im Sinne der Wissenschaft anscheinend. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Ja, ganz genau. Das sieht mir aber mehr nach so einem Insektenroboterkönig aus. Okay, ja, immer noch alles verwuchert hier. Sehr, sehr hübsch. 02, 02, hier ist kein Symbol am Aufleuchten. Okay. Na bitte, geschafft! Ja, hier bin ich. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe Podest? Sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Runtergefallen? Hier liegt nein, schon okay. Schau dich ruhig um. Oh. Hallo? Entschuldigung. Siehst du die Portalkanone? Nein. Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Ja, also einverstanden. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich. So. Wenn du nicht tot bist. Lustige Bildchen hier. Ich kann ein blaues Portal erstellen mit linker Maustaste. Okay, cool. Und komme dann im Gelben raus. Logisch. Da mal sehen, wo komme ich denn jetzt hier raus? Aha. Okay. Ja. Mhm. Ich irritiert gerade. Ach so, das zeigt dann die Standorte wahrscheinlich an vom blauen Portal. Cool. Okay, wo bin ich? Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Ja. Whatever. Okay. Da geht's also raus. Kann ich dann auch schon den gelben? Nee, das gelbe kann ich noch nicht. Ja, man muss hier immer um Ecken. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Ja. Das ist sehr nett von den Mitarbeitern. Damit ist Raum oder Kammer von mir aus Nummer 2 bewältigt. Ich weiß immer noch nicht so genau, worum es eigentlich geht. Aber der kleine Augencomputer scheint zumindest unser Freund zu sein. Sind wir also weiterhin nett zu ihm. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Sehr geil. Oh. Okay, da muss ich rein, da muss ich hin.
nehme das Teil mit, steige wieder ein, na, indem ich hochspringe. Nein. Und da drauf. Sehr gut. Hey, wir haben es geschafft. Hallo. 04. Wir haben wieder mit Würfeln zu tun. Jawohl. Es kommt mir trotzdem alles ein bisschen bekannt vor. Aufgrund des ersten Teils. Okay. Also erstmal nach oben. Dann da hinten hin. Na? Na, vielleicht nicht so hoch. Okay, da willst du nicht hin. Kommst halt da drauf. Sehr schön. Ich wusste es irgendwoher. Okay, ist denn da unten wieder etwas? Ja. Okay, ich verstehe. Und der zweite wird auch. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Geht klar. Und jetzt? Wo bin ich hier? Okay. Ach, dann kann ich hier hochlaufen. Ich wollte schon sagen, soll das etwa so sein? Eine Treppe ins Nirgendwo. Ja, Unreason. Ist klar. Okay. Interessant, interessant. Okay. Da ist wieder ein gelbes Portal. Was mache ich hier? Ich kann natürlich auch einfach weitergehen. Warum auch nicht? Und Nummer 4 ist geschafft. Weiter geht's mit Nummer 5. Aber ich denke, ich beende hier erstmal die Aufnahme. Das reicht fürs Erste. Ich danke euch fürs Zusehen und ja, dann machen wir demnächst weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssi.